Zwei Tatortschauplätze, zwei Brüder. Sowohl Jan-Josef Liefers als auch sein Stiefbruder stehen für die beliebte Krimireihe vor der Kamera, aber nicht in der gleichen Stadt. Seit 2002 übernimmt Jan-Josef Liefers schon die Rolle des Rechtsmediziners Professor Karl Friedrich Börne im Tatort von Münster. Welcher andere Tatortstar ist denn nun sein Bruder? Das wissen wirklich nur die ganz erfahrenen Tatort-Fans. Denn Martin Brambach ist der Stiefbruder von Jan-Josef Liefers. Martin spielt seit 2016 den Kriminalhauptkommissar Peter Michael Schnabel am Tatortschauplatz Dresden. Somit haben es die zwei Brüder nicht nur geschafft, als Schauspieler richtig erfolgreich zu werden, sondern auch noch in der gleichen Filmreihe Fuß zu fassen. Die beiden sind nicht zusammen aufgewachsen und wussten lange nichts voneinander. Zumindest wusste Martin Brambach, bis er 12 Jahre alt war, nichts von seinem Stiefbruder Jan-Josef Liefers, wie er auf seiner Webseite schreibt und bei Inas Nacht erzählte. Er berichtete, dass er als Teenager eine Vaterschaftsurkunde fand, worauf nicht der Name seines angeblichen Vaters Karl-Heinz Liefers stand. So kamen gleich zwei Tatsachen ans Licht. Und zwar, dass Karl-Heinz Liefers nicht sein leiblicher Vater war und er mit Jan-Josef Liefers einen Stiefbruder hatte. Ein älterer Bruder, von dem er zuvor nichts wusste. Auf Ina Müllers Frage, ob sein Bruder für ihn damals ein Vorbild war, antwortete er: "Bestimmt. Ich fand ihn ganz toll, weil er echt gut Gitarre spielen konnte und eine echt hübsche Freundin hatte. Das hat mir damals imponiert." So Martin Brambach. Wie man heute sieht, haben die Brüder einiges gemeinsam. Die Tatortstars teilen die Leidenschaft für die Schauspielerei und auch für die Krimireihe.